So, ja, herzlich willkommen. Wir spielen heute, ja, Könige der Wellen. Surf's Up. Ich habe meinen Namen schon eingegeben. Ich hoffe, dass der Vorspann auch richtig schön drin ist. Und ja, also das Spiel ist schon ein bisschen älter. Deswegen, ich spiele gerade von der CD-ROM. Ja, gut, los geht's. Auf, ab, ab, auf, ein, auf dein Board. Boah, es ist ziemlich laut. Moment. Gut. Was haben wir alles im Menü? Ah, hier ist Cody Memory. So, Spiele über den Film, Surfstudio, Credits, Hintergrund wie Studio. Ah, Hintergrundbild. Ja, Hintergrundbild. Da kann man jetzt was anklicken und dann irgendwie. Ah, okay. Dann kann man hier. Da kann man hier irgendjemanden ein. Eine Figur reinmachen. Und, ah, das kann man speichern. Ach, man kann es doch mal ganz löschen. Okay, gut. Dann machen wir hier mal Cody rein. Cody rein. Farbstudio, Druckstudio, T-Shirt-Studio. Hier Sachen gestalten oder was? Oh, okay. Cody und oh, ich habe vergessen, wie der Vogel heißt. Das ist der Chicken Show. Kann man das auch anmalen? Dann irgendwie. Ja! Sehr schön! Also, das ist, wenn man ein bisschen Zeit hat, ja, ist das wirklich ziemlich spaßig hier. Den Chicken Joe anzumalen. Oder man kann es auch gleich ausdrucken. Sehr schön. Wir können auch Cody anmalen. Gibt es aber keine Punkte, wenn wir das richtig machen, oder? Ja, sehr schön. Anzoomen kann man nicht. So, schön. Schön. Ja, Cody ist schon toll. Also, ich bin ja sowieso ein Fan von Vogel-Charakteren und Cody, der hat was, ja. Aber auch sie hier. Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Surfbrett. Aber wir nehmen andere Farben wie auf dem vorgeschrieben. Geht auf den Hintergrund. Nee. Ja, sehr schön. Wir gehen mal zurück zum Strand. Also, Surfstudio, da gab es ja noch andere Sachen. Farbstudio, Druckstudio. Was ist denn im Druckstudio? Also ich habe keinen Drucker. Jedenfalls nicht hier. Hallo, ich heiße. Ah, da kann man sowas wie Postkarten machen und so. Boah, das ist ja schön. Aber auch immer nur mit einer Figur. Aber immerhin. Der heißt, weiß ich noch, der Harry Belafonte.
Das ist schön. Ah, und da kann man auch einen anderen Hintergrund da noch dran klatschen. Mhm. Was ist das? Okay. Ja, das ist natürlich schön. Und keine Ahnung, was da... Oh, das sieht ziemlich cool aus. So. Ja, sehr schön. Druckstudio. Zum direkt ausdrucken. Auch sehr schön. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Video wird. Hintergrund haben wir schon. Credits über den Film. Das gucken wir jetzt mal nicht. Wir gehen mal in die Spiele rein. Okay. Wellenreiten, Hühnerkampf, Ananasparty und Tanzstrand. Ich bin ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Okay, Hilfe. Dein Ziel ist es, die Boards, die Tanks deinen Freunden abgenommen hat, unbewacht zurückzuholen. Versuch zum Strand zu kommen, indem du wiederholt die rechte Pfeiltaste auf deiner Tastatur drückst. Je schneller du die Taste drückst, desto schneller bist du. Drücke die linke Pfeiltaste, um langsamer zu werden. Pass auf, Tank bewacht den Strand, bleib still stehen, wenn er sich umdreht, sonst sieht er dich. Ja, das klingt doch nach Spaß. Das wird jetzt so ein Trial and Error. Ach, wenn er mich sieht. Er hat mich gesehen. Das ist ja ganz einfach eigentlich. Ah, kurz vorm Ziel hat er mich gesehen. So, geht mal wieder zurück. Ja, und das nächste geschafft. Yes! Gibt's irgendwie eine gibt's irgendwie eine zeitliche Beschränkung oder ist das, bis man es eben geschafft hat? Keine Ahnung. Surfbretter sind übrigens aus Eis. Aus, wie ist der Ort nochmal, wo Cody herkommt? So sieht aus nicht. Ich hab's vergessen. Bornes Isis. Bornes Isis oder Isis Bornes oder irgendwie sowas. Also so wie Bornes Iris, bloß mit Eis irgendwie. Habe ich in Erinnerung, glaube ich. Und da will Cody dann unbedingt surfen. Guckt euch den Film unbedingt an. Er ist sehr sehenswert. Der zweite Teil soll ja nicht so gut sein. Ja, ich wusste lange gar nicht, dass es einen zweiten... Ah, Niedrigwasser. Achso, das war zeitbegrenzt. Okay, Game Over. Aber immerhin. Also, wir haben bis auf 1 geschafft. Wunderbar. Der zweite Teil soll ja nicht so toll sein. Ich wusste lange gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt. Aber egal. Sondern gucken wir uns die Spiele an. Die Ananas-Party. Was ist die Anna, wenn sie ins Wasser fällt? Genau, Ananas. So, klicke die Maustaste und umkreise Lani. Lani heißt die. Schnell mit der Maus Schwung für den Wurf zu holen. Lass die Maustaste los, um die Ananas zu werfen. Je schneller du drehst, desto härter wird es. Ganz einfach. Man muss warten, bis der Pfeil... Man muss warten, bis der Pfeil
auf das Surfbrett zeigen und dann, ja, dann ist es ein Schiff. Und dann passt das ist eigentlich diese Übergangsart, ja, also das ist die Mutti, die Flossen, Flügel, wie komme ich auf Flossen, das sind doch Vögel, Pinguine sind ja Vögel. Game over. Ja, 67% geschafft. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das hat Stil. Jetzt kommen wir zum Hühnerkampf. Und Chicken Joe, der ist sympathisch und der ist lustig und es ist ein toller Dude, der Chicken Joe. Hilf die Hühner Joe und Arnold, indem du sie anklickst. Versuch in der vorgegebenen Zeit so oft wie möglich zu treffen. Anzahl der Treffer ist sowas wie. Boah, wie nennt man das? Wie nennt man das? Hornhutjagd? Achso. Es ist so wie Hornhutjagd. Ach du Schreck. Aber der Chicho, der macht nicht. Geschafft, 100%. Surfen wie ein König. Ja, sehr schön. Apropos Surfen, kommen wir mal jetzt vielleicht zu einem Spiel, das was mit Surfen zu tun hat mal, nämlich Surfen. Sonst haben wir jetzt nur Surfbretter geklaut oder umgeschmissen. Jetzt kommt Cody hier dran. Cody Maverick. Einer meiner absoluten Lieblings Animations- Position. Das welchen Teil hast du denn? Wir machen einfach das war schon. Meine Güte! Und wenn ich hier einfach bleibe, dann... Nein! Ich bin die Tank zusammengestrumpft. Nein! Aber ein Surfer kann doch eigentlich da drüber springen, aber es ist keine Welle da. Es ist kein Wellengang. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit diesem Surfspiel, weil ich die Olympischen Spiele in Sonne. Was ja eigentlich ein meiner absoluten Lieblings ist, bei den Olympischen Spielen. Sonne und Mario. Also der
Ja, also, ist ja wie ein König. Game over. Das war's eigentlich schon. Das ist ein Anspiel, das ausgereizt. Gucken wir mal, was steht bei über den Film. Ah, okay. Das sind einfach nur Infos über die Charaktere wahrscheinlich. Dann klicken wir mal unseren Cody an. Ach, da ist ein Cody. Oh, sogar mit einer tollen Videoclip-Animation. Sehr wünschen aus dem Videospiel. Nee, aus dem Videospiel. Das ist jetzt aber nicht ganz so vorhin gewesen. Also Cody konnte solche Moves vorhin nicht aus dem Videospiel. Cody Maverick aus Rostock in der Antarktis. Nee, das war Buenos Aires. Also Rostock war es nicht. Das ist schon mal der erste Fehler. Ist ein winziger Felsenpinguin mit einer riesigen Sehnsucht, der Gewinner zu sein. Felsenpinguin, auch falsch, das ist ein Königspinguin. Das ist der zweite Fehler. Weil er denkt, dass eine Surftrophäe ihm die Liebe und den Respekt verschaffen wird, den er verdient, ist Cody entschlossen, alles zu unternehmen, um den 10. alljährlichen Sea Memorial Surf-Offs zu gewinnen. Okay, das stimmt schon mal. Das stimmt schon mal. Oh, es geht weiter. Big C ist Codys Vorbild. Er war ein berühmter Surfer, der alles erreicht hat, was der kleine Pinguin möchte. Big C war berühmt, erfolgreich und von Millionen bewundert. Auch wenn oder vielleicht gerade weil sie niemals von seiner letzten Welle im Wettbewerb vor 10 Jahren zurückgekommen ist, ist seine Legende im Kopf des Pinguins nur noch mächtiger geworden. Doch Cody muss noch viel lernen. Auch, dass man ein Gewinner sein kann, ohne zwangsläufig eine Trophäe nach Hause zu tragen. Ja. Immer wieder zurück. Also wir bleiben mal bei Cody, dass der Hintergrund ein bisschen anders. Tja, weil der Ton so schlecht war, nochmal neu synchronisiert. Was kann ich abschließend zu diesem Spiel sagen? Es ist eigentlich gar kein Spiel. Es ist eine CD-ROM mit Aktivitäten zu dem Film Könige der Löwen. Es sind Minispiele und Mini-Aktivitäten, die sind ganz witzig und die sind ganz nett. Zum Beispiel dieses Postkarten selbst gestalten. Aber die Spiele sind jetzt eigentlich nicht, ja, der Rede wert. Ich habe auch keine Ahnung, was das Ganze gekostet hat. Also ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es waren aber nicht mehr wie 5 Euro. Für 2007, wenn man bedenkt, dass es da auch schon sehr aufwendige Spiele gab, auch zu Film aufwendigere Spiele gab, ist das jetzt hier eigentlich unteres Mittelmaß. Das muss ich leider so sagen. Es sind so Aktivitäten und Minigames, die ich eigentlich eher auf einer Webseite sehe. Vielleicht sind die auch auf einer Webseite inzwischen. Aber egal, Könige der Wellen ist ein toller Film. Guckt den euch unbedingt an. Der zweite Teil soll ja nicht so toll sein, den habe ich noch nicht gesehen. Aber den würde ich gerne auch mal gucken. Ja, das war schon die PC-CD-ROM Surfs Up, The Video Game Activity Center, heißt das ganze Gerümpel. Viel Spaß bei den Olympischen Spielen, da ist ja jetzt auch Surfen olympisch. Die fangen ja morgen an, am 26. Juli 2024. Und ja, wir sehen uns bei den nächsten Spielen irgendwann wieder. Das war's, genießt das schöne Sommerwetter und kipp Supernova over and out!